Das königliche Ballett des Rajas von Solo. Wir sind auf Java, am Hofe Pakubovos des 12. Zu Ehren ihres Herrschers wiegen sich jungfräuliche Tänzerinnen zu den Klängen des Gamelan-Orchesters. Im geheimnisumwobenen Harem des Palastes leben 50 Frauen. Sie sind Töchter, Ehefrauen und Geliebte des greisen Herrschers. Die Frauengemächer, ein wohlbewachter Garten Eden, in dem sich allein der König seiner Lust hingeben darf. Wie viele Konkubinen der 82-jährige Herrscher besessen hat, ist nicht bekannt. Die Hofchronik spricht von 19 offiziellen Geliebten. Seine bevorzugte Gespielin ist die heute 53-jährige Sri. Ich bin bereit, für meinen Herrn, den König, alles zu opfern. Ich diene ihm, ich liebe ihn. Dafür gibt er mir seinen Schutz. Weil ich im Harem leben darf und seine Geliebte bin, werde ich vom Volk verehrt und respektiert. Ich bin etwas ganz Besonderes für sie. Sie zollen mir Respekt, aber im Harem bin ich nur eins, die Dienerin meines Königs. Pakubovo der 12. ist, so will es die Tradition, ein von Gott auserwählter Herrscher. Sein Königreich ruht auf den uralten Säulen des javanisch-hinduistischen Glaubens. In dessen Zentrum steht die Macht der Fruchtbarkeit. Diesem Kult dient der König, indem er viele Frauen besitzt und möglichst viele Nachkommen zeugt. Für Sri ist dieser Glaube Gesetz. Sie ist stolz darauf, einen Sohn vom König empfangen zu haben. Von Kindheit an wurde sie für ein Leben im Harem erzogen. Schon als ich 7 Jahre alt war, hat mich meine Großmutter mitgenommen in den Palast. Sie war stolz, dort zu arbeiten und hat mir immer wieder gesagt, werde groß und schön und diene deinem König. Der Wunsch meiner Großmutter ist in Erfüllung gegangen. Ich bin die Konkubine vom allmächtigen König. Mit 16 war Sri am Ziel. Sie wurde Tänzerin am Hof von Solo. Nur Jungfrauen werden ins königliche Ballett aufgenommen. Zutritt zum Ankleidezimmer hat nur der schwule Maskenbildner. Kein anderer Mann darf auch nur einen Blick auf das unberührte Fleisch werfen. Hier wird der Nachwuchs für den Harem herangezogen. Wichtig ist nicht so sehr die Schönheit der einzelnen Ballerina, sondern die Harmonie der Tänzerinnengruppe. Heute entschließen sich nur noch wenige Mädchen für diesen Weg, denn die jungen, gebildeten Frauen wollen nicht ihre besten Jahre im Harem verbringen. Die meisten Konkubinen des Rajas waren früher Tänzerinnen. Hier ging und geht der König auf Jagd nach jungfräulichen Schönheiten, die ganz in der javanischen Tradition aufgehen. Heute ist der greise Herrscher allerdings nicht anwesend. Er hat sich den Fuß gebrochen und nächtigt im Hotel. Aber wenn auch körperlich abwesend, spüren wir seinen Geist doch überall. Die Gamelan-Sängerinnen preisen seine Macht und Fruchtbarkeit, Java und die Schönheit der Frauen. Auch das Orchester gehört dem Palast. Das
Das Ballett sorgt für die Unterhaltung der königlichen Gäste und entführt sie in eine längst vergangene Welt. Jungfrauen beschwören die guten Geister und erzählen Geschichten vom mittelalterlichen Königshof. All das finden wir nur noch im Königspalast von Solo. Schon 1943 wurde Paco Bovo der XII. Zum König gekrönt und bekam damit die göttliche Erlaubnis, den Harem nach seinen Bedürfnissen zu bestücken. Noch heute glaubt der alte Mann fest daran, dass der Besitz vieler Frauen Ausdruck spiritueller Macht ist. Es ist wirklich mein Wunsch, den Harem zu erhalten. Aber das ist nicht einfach. Ich persönlich tue, was ich kann, damit die Frauen weiter im Harem leben können. Ich lebe nach den heiligen Regeln. Aber der Druck von außen gegen den Harem ist einfach so stark, dass es den Frauen schwerfällt, mir zu gehorchen und gottgefällig zu leben. Der König hat uns erlaubt, die Schlafgemächer zu betreten. Jede Nacht bekommt eine andere Frau den Schlüssel zum Allerheiligsten, auch wenn der König nicht im Palast ist. Vor der Türe Wächter. Sind es Eunuchen? Wir bekommen keine eindeutige Antwort darauf. Wir warten darauf, den Alltag in den Schlafgemächern zu filmen. Aber das Wort des alten Königs gilt nicht mehr so recht. Im Palast lebt zurzeit nur ein Prinz, seine Hoheit Buka. Er ist machtlos. Und auch Sri, die Konkubine, die uns in ihre Gemächer eingeladen hat, kann uns nicht weiterhelfen. Denn sie ist nur von niederem Geblüt. Und selbst wenn sie dem Raja noch so nahe steht und ihm einen Sohn geschenkt hat, gehört sie doch nicht zur Königsfamilie. Sie darf nicht darüber entscheiden, wen sie in ihrem Hause empfängt. Königin Alia, älteste Tochter des Herrschers und einer anderen Frau, führt in der Abwesenheit des Rajas das Regiment. Die Königin muss erst einmal die Götter befragen. Stundenlang zieht sich Alia in den Meditationsturm zurück. Das Ergebnis der Zwiesprache der Königin mit den Göttern ist: Wir dürfen nicht ins Allerheiligste. Denn dass wir zuerst mit der Konkubine gesprochen haben, verstößt gegen die Palastetikette. Wir haben uns gefälligst der gottgewollten javanischen Kastengesellschaft unterzuordnen. Und bei aller Suche nach spiritueller Harmonie, die Königin und Sri leben zwar beide im Harem, aber sie sind sich Spinnefeind. Kein Wort hat Königin Alia übrig für die schöne Konkubine. Für sie ist sie nichts als eine Dienerin, die sich nicht zu fein ist, auch private Dinge vor unserer Kamera auszuplaudern. Und natürlich weiß Ratu Alia genau Bescheid. Die Haremswächter und Polizistinnen haben ihr zugetragen, dass Sri uns im Garten getroffen hat. Dennoch erbarmt sich Königin Alia und sorgt dann doch für unser geistiges Wohl. Extra für uns veranstaltet sie eine Opferzeremonie, um die Götter milde zu stimmen. Dabei mischen sich die Riten der traditionellen javanischen Religion mit dem Islam. Während Rauch, Früchte und Reis den Göttern geopfert werden, wenden sich die Zeremonienmeister an Allah und erbitten Gleichgewicht für Körper, Geist und Seele. Yin und Yang, Mann und Frau, der Ursprung des Lebens, das ist das höchste Gut.
Ohne Fruchtbarkeit gibt es keine Ernte. Die geweihten Speisen werden an alle Bewohnerinnen des Harems verteilt. Wir leben in einer mehrhundertjährigen spirituellen Tradition. Wir als Königsfamilie müssen dieser Tradition gehorchen und dafür sorgen, dass sie für weitere Generationen, für das javanische Volk erhalten bleibt. Denn unsere Lebensvorstellung hilft den Menschen, ihren Alltag zu meistern. Dazu gehört die Einhaltung der religiösen Regeln. Wir müssen opfern, beten und gottgefällig leben. Sonst wird dieses Königshaus untergehen. Und dann erlaubt uns Königin Alia doch, wenigstens den Alltag im Harem auf der Veranda eines der Häuser zu filmen. Alles ist für uns arrangiert und von einer atemberaubenden Ästhetik. Blumenschmuck für die Götter, Batiktücher für die schönen Jungfrauen und alles, was Frauen auf ewig jung und auf Java begehrenswert macht. Besonders kompetent sind die Haremsdamen beim Herstellen von Naturmedizin und Kosmetik. Jamu heißt das Zauberwort. Kurkuma, Ingwer und Kräuter werden nach geheimnisvollen Rezepten gemixt, die jede Haremsdame gern für sich behält. Heute stellen sie Kügelchen her, die in die Vagina eingeführt werden, um sie jung und vor allen Dingen eng zu erhalten, damit dem König auch bei den älteren Frauen nicht die Lust vergeht. Und damit auch im Alter genügend Kraft für den Akt vorhanden ist, entwickeln die Damen immer neue Potenzmittel. Vorsichtig versuchen wir von der Königin zu erfahren, welche praktischen Auswirkungen Aphrodisiaka und Potenzmittel haben. Aber als Witwe und feine Dame weist sie es von sich, darüber zu reden. Weniger prüde geht es in der Haremsküche zu. Viele der Dienerinnen arbeiten schon seit ihrer Jugend im Palast. Keine der Damen gibt zu, dem Raja schon mal beigewohnt zu haben. Aber alle erzählen, schon mal dabei gewesen zu sein, wenn er ganz ohne Vorspiel eine Frau beglückte. Wenn auch nur als Zeugin. Dass sie dennoch besonders intime Kenntnisse an den Tag legen, hängt wohl mit dem uns fremden javanischen Schamgefühl zusammen. Er lief einfach nur durch den Palast auf der Suche nach einer Frau. Und wenn er eine gefunden hat, dann sagte er, ich will dich. Und kam dann gleich zur Sache. Auch hier in der Küche. Wir anderen haben uns dann schlafend gestellt, einfach die Augen zugemacht. Er war schon sehr gierig, der junge Herr. Es waren sicherlich Hunderte, mit denen er seine Manneskraft auslebte. Ich wollte nie eine von diesen Frauen sein. Ich bin hier nur für das Essen in der Küche zuständig. Ich habe nur gekocht und wollte keinen Sex. Und außerdem war der König hauptsächlich an Jungfrauen und Tänzerinnen interessiert. Jetzt ist er schon 80, aber immer noch hinter den Frauen her. Jamu hilft ihm dabei. Er nimmt viele von diesen traditionellen Potenzmitteln. Das kann für alte Männer gefährlich sein. Andererseits ist Sex mit Jungfrauen gut für die Potenz im Alter. Und für die Mädchen ist es okay, wenn er ihnen ein bisschen Geld gibt. So ist es. Ein 80-Jähriger findet immer noch eine Frau für den Sex. Aber bei uns Frauen ist es mit 50 schon vorbei. Seinen Palast betritt Pakubowo der Zwölfte nur noch selten. Auch sein Interesse an den Haremsdamen hat nachgelassen. Bei jungen Frauen sei das wohl anders. Gerüchte sagen, dass er seiner ältesten Ehefrau zuletzt vor 30 Jahren beigeschlafen hat. Trotzdem bleibt der Harem strengstens verschlossen hinter den hohen Mauern. Kein Mann über 17 darf hier wohnen. Einige Zugeständnisse an die Zeitläufte gibt es allerdings. Elektriker und andere Handwerker dürfen tagsüber in den Harem. Und die können natürlich nicht alle schwul sein.
Trotzdem regieren strengste Hofgesetze. Dazu gehört auch, dass alle Frauen beschnitten sind. Wenn ein Mädchen 7 Jahre alt ist, wird die Klitoris beschnitten. Entweder im Krankenhaus oder von einer weisen Frau. Das muss sein, damit die Frauen rein sind. Das gehört sich so auf Java. Der Harem ist nur für solche Frauen da. Die Wächterinnen passen auf, dass hier kein Mann übernachtet. Wollust oder gar sexuelle Begierde bei den Frauen gilt offensichtlich als unrein. Die schöne Konkubine, beschnitten und ständig kontrolliert. Wenn sie die Regeln verletzt, muss sie den Harem verlassen. Denn hier ist kein Platz für persönliche Freiheit. Fühlen sich Frauen wie die Konkubine Sri eingesperrt, verdammt nach uralten Regeln zu leben, die schon vor Tausenden von Jahren festgelegt wurden? Ich fühle mich überhaupt nicht eingesperrt. Wie kommen Sie darauf? Der Harem ist ein Ort, wo noch Benehmen und Etikette herrschen. Nur hier in den schönen Gärten fühle ich mich wirklich geborgen. Und selbst wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich für ein Leben im Harem entscheiden. Denn hier ist es friedlich und ruhig. Hier finde ich Schutz und kann jung und schön im Herzen bleiben. Mir gefällt das Leben außerhalb des Palastes nicht. Der König, immer noch hoch verehrt, hat mehr als 50 Kinder gezeugt. Davon gelten 35 als legale königliche Abkömmlinge. 12 Söhne hätten ein Anrecht auf den Thron. Der König ist alt und krank, dem Tode nah, und trotzdem sieht er keines seiner Kinder als erleuchtet genug, seine Nachfolge anzutreten. Keiner von denen ist fähig, die Verantwortung zu tragen und widmet sich genug dem Glauben, der Meditation und der spirituellen Opfer. Meine Kinder haben ganz andere Bedürfnisse. Denen geht es ums Geld. Das ist der Hauptpunkt. Die benehmen sich wie Geschäftsleute, nicht wie Prinzen. Der zukünftige Herrscher von Solo wird allein von Gott ausgewählt. Klar ist, die besten Chancen hat der, der sich schon heute der Erleuchtung widmet. Da wäre zum Beispiel Kronprinz Puka. Ein Mann, der ganz in javanischer Tradition lebt, seine Zeit der Meditation und dem Studium von uraltem Wissen widmet. Er beschäftigt sich mit 250 Jahre alten Büchern in javanischer Sprache, mit javanischer Literatur und dem Aufbau eines Familienmuseums. Die überlieferte Chronik des Königshauses von Solo beginnt im 7. Jahrhundert. Alle Herrscher hatten viele Frauen. Das war ein Zeichen ihrer Macht und Fruchtbarkeit. Der 10. König zum Beispiel hatte 66 Frauen. Wie steht Prinz Puka zu dieser Tradition? Jeder von uns hat eine tiefe Beziehung zu den Ahnen. Meine Vorfahren leben in mir weiter und bestimmen, welchen Weg ich einschlage. Sie schützen mich und führen mich durch den Alltag, hin auf eine höhere, geistige Ebene. Aber manche Traditionen sind heutzutage schwierig zu leben. All unsere Vorfahren hatten viele Frauen. Das war und ist das Recht der Prinzen. Aber heute denkt man doch als Mann und Prinz tausendmal darüber nach, bevor man so viele Frauen nimmt und Kinder zeugt. Da ist zum einen die schwierige finanzielle Lage, zum anderen das Bild vom Königshof in der Öffentlichkeit. Da gibt es heute ganz andere Ansichten zum Thema Harem. Das übt Druck auf uns aus. Trotzdem zelebriert der Königshof aufwendige Feste zum Thema Fruchtbarkeit. Zu Mohammeds Geburtstag werden kunstvoll Symbole der 2 Geschlechter hergestellt. Alle Figuren entstehen aus Produkten der Natur, wie zum Beispiel Bohnen und Zuckerrohr. Die lange Bohne symbolisiert die Stufen des Lebens, die Kontinuität des Daseins. Am Ende sind es 9 männliche Figuren und 9 weibliche Figuren. Die Farbe Rot ist das Symbol der Frau, wegen der Monatsblutung. Weiß steht für den Mann wegen der Samenflüssigkeit. Das Zusammenkommen der beiden erzeugt das Wertvollste, den Embryo. Den gilt es zu schützen. Ja,
Es ist sehr schön. Immer noch kommen die Leute zu uns in den Palast, um zu helfen. Das tun sie, ohne dafür Geld zu verlangen. Sie tun es, um den Göttern zu dienen. Ich finde es einfach unglaublich schön, dass diese Tradition fortbesteht und die Menschen uns so ergeben sind. Allerdings gibt es gleich viele männliche und weibliche Figuren. Wie verträgt sich das mit dem Harem? Ja. Gott erlaubt es dem Mann, mehrere Frauen zu haben. Dahinter steckt eine tiefe Philosophie. Aber Gott verlangt auch Gerechtigkeit von uns. Eigentlich ist es unmöglich, gerecht zu handeln, wenn man als Mann mehrere Frauen hat. Das geht einfach nicht nach menschlichem Ermessen. Um meine Vorfahren zu ehren, bräuchte ich viele Nachkommen. Aber ich denke darüber nach, weil ich merke, dass das zu Konflikten führt. Alle streiten sich ums Erbe. In der nächsten Zukunft, denke ich, werde ich vorsichtiger handeln, was das Leben mit vielen Frauen betrifft. Ich habe aus den Erfahrungen gelernt und unsere javanische Kultur gibt uns durchaus auch Ideale vor, wie hier ein Mann und eine Frau. Am Tag von Mohammeds Geburtstag haben sich alle königlichen Damen auf dem Hof versammelt, um der Fruchtbarkeitsprozession ihren Segen zu erteilen. Allerdings dürfen die Konkubinen nicht dabei sein. Hier treffen wir auch die letzte, noch lebende von den 6 Ehefrauen des Königs. Sie ist die Mutter des 2. Kronprinzen mit Ambitionen auf den Thron. Seine Hoheit Prinz Dipo. Der Kronprinz fungiert als Premierminister. Er vertritt seinen Vater und repräsentiert das Königshaus in der Öffentlichkeit. Neugierig hat sich das Volk vor dem Palast versammelt, um einen Blick auf die Royals und die Fruchtbarkeitssymbole zu erhaschen. Nachdem sie im Palast nach alten, spirituellen, javanischen Regeln gesegnet wurden, werden die Figuren quer durch die Stadt zur Moschee getragen, um dort Allahs Segen zu erhalten. Tausende sind gekommen, um mitzubeten, um Allah und die Götter anzuflehen, dass er sie weiter mit den Früchten des Lebens beschenkt. Dann reißen sich alle um die geweihten Früchte und um die Eier, Symbole der Zeugung, Symbol für ewige Potenz, für Fruchtbarkeit von Mensch und Natur. Seine Hoheit Dipo Kosumo steht zwar in der Öffentlichkeit für die Tradition, lebt aber selber nicht im Palast. Als studierter Mann, von westlichen Werten geprägt, lehnt er es ab, mit mehr als einer Frau verheiratet zu sein. Und so ist der Harem nur noch zu besonderen Anlässen voll Schönheit und Jugend. Die vielen Schwiegertöchter des Königs kommen vorbei und endlich klingt wieder Kinderlachen durch die Stille des Garten Eden. Tria, die 11-jährige Enkelin des Königs, ist dann nicht mehr ganz so einsam. Ihre Mutter, Prinzessin Iss, fand Zuflucht im Harem, nachdem sie von ihrem Ehemann verlassen wurde. Im Harem zu leben bedeutet für mich, meinen inneren Frieden zu finden. Es ist so wunderbar ruhig hier drin, weit entfernt vom Lärm und von den Sorgen des Alltags. Ich kann mich ganz in mein Inneres zurückziehen. Thank you.
Der Harem von Solo ist ein mystischer Ort der Frauen. Aber es sieht schlecht aus mit der Zukunft, denn Tria tanzt heute ganz allein. Sie wirkt wie eine letzte Vertreterin einer untergehenden Welt, eine märchenhafte Botschafterin, geschmückt mit dem Glanz vergangener Tage. Ich darf hier nicht mal rumrennen, muss anständig reden und brav sein. Draußen ist das anders, aber hier im Harem gibt es viele Verbote. Ich mag es nicht. Alle Menschen müssen doch Freiheiten haben. Immerzu werde ich ermahnt, höflich zu sein. Tria geht in die Palastschule, wo sie nach der strengen javanischen Hofetikette erzogen wird. Dazu gehört auch die Beschneidung der Klitoris. Eigentlich wollte Trias Mutter das verhindern. Ich wollte nicht, dass Tria beschnitten wird. Aber einmal, da musste ich weg. Und in dieser Zeit haben die Frauen Tria einfach ins Krankenhaus gebracht. Bei meiner Rückkehr fand ich das Blut an ihrem Geschlecht. Und so ist auch Tria auf ein Leben ganz in der Tradition der javanischen Königshäuser vorbereitet. Niemand hat sie oder ihre Mutter befragt, ob ihre Klitoris beschnitten werden darf. Aus dem fröhlichen Schulmädchen soll eine erhabene, ergebene, königliche Dame werden. Ihr kindliches Gesicht verliert sich in der Maske des javanischen Schönheitsideals, ganz im Sinne der Götter. Bleibt nur die Frage, wo die kleine Prinzessin später einmal leben wird. Keiner der javanischen Adligen hat noch einen Harem. Tria lernt, sich lautlos und engelsgleich zu bewegen. Im Harem herrscht eine einzigartige Ruhe, ein Frieden hinter Gittern. Es ist unklar, ob der zukünftige Herrscher von Solo auf Java auch weiter in einem Garten schöner Frauenlust wandeln möchte und ob Tria nicht Götter anfleht, die in der nächsten Generation keinen Einfluss mehr haben. Auch heute schon betet Tria alleine. Kein anderes Königskind möchte sich noch in diese abgeschirmte Welt begeben. Und auch Tria träumt davon, die erste königliche Ärztin Javas zu werden. Außerhalb des Harems.